Ich sollte in die Berichte sehen. Ich glaube, ich habe auf der... Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. So geht's, denke ich. Yonta! Dana, Liebes, hier kannst du meinen echten Namen verwenden. Tut mir leid, ich gewöhne mich einfach nicht daran. Für mich bist du immer Rotschopf-Yonta. Reizend. Den verdanke ich wohl Leni, was? Du warst immer zu nett zu der kleinen Göre. Ach, lass sie doch. Was tust du hier? Ich freue mich so, dich zu sehen. Nur meine Pflicht, Dana, Liebes. Eine Galerie hat mich eingeladen, also nutze ich die Gelegenheit, unseren Vorgesetzten zu berichten. Das könnte aber für lange Zeit das letzte Mal sein. Es ist inzwischen sehr schwer, die besetzten Gebiete zu verlassen. Selbst für eine berühmte, angebliche Künstlerin der braunen Schatten wie mich. Egal. Wie ist es dir denn bisher so ergangen? Ich... Also, Leon wird jetzt seit 7 Jahren vermisst und liegt wahrscheinlich tot irgendwo in Baltaya. Und wegen meinen Eltern... Du weißt, wie ich mich fühle. Aber so langsam kommt es mir vor wie... Ein Traum, Yonta. Ein ferner Traum. Besonders sie. Und ich will nicht, dass... Verstehst du? Ich will nicht, dass sie, meine kleine Anna, einfach so verschwindet. Entschuldige, Yonta, könnten wir bitte das Thema wechseln? Natürlich. Was ist das? Mehr Arbeit für dich natürlich. Aha. Ja. Die Alliierten brauchen jemanden für einen Einsatz beim Widerstand im besetzten Gebiet. Und sie haben dich ins Auge gefasst. Aber ehrlich gesagt, Dana, weiß ich nicht, ob das eine so gute Idee ist. Warum nicht? Für solche Einsätze bin ich doch hier.
Ich habe viel dafür trainiert. Ich weiß, Dana, aber dieser Einsatz ist in Ostertal. Genauer gesagt, direkt bei Wagen. Verstehe. Nun, du musst mir nicht sofort antworten. Und niemand würde es dir vorhalten, wenn du ablehnst. Ich weiß, du hast nicht nur glückliche Erinnerungen an Wagen. Du hast Zeit, darüber nachzudenken. Aber bevor du deine Entscheidung triffst, musst du die Widerstandsgruppe identifizieren, die diese Operation durchführt. Es steht alles hier drin. Und natürlich ist das alles streng geheim. Du darfst die Dokumente ausschließlich hier in diesem Raum nutzen. Du musst das Ding da drüben verwenden. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das schaffst du mit Leichtigkeit. Du bist so klug, meine kleine Virtuosin. Wir sehen uns später. Na dann, legen wir los. Kann man sich etwas Wahnsinnigeres vorstellen als eine ganze Welt im Krieg? Und das zum zweiten Mal, kaum eine Generation später. Wir ertrinken in Arbeit. Der Papierkram stapelt sich. Und damit die Probleme. Wahrscheinlich braucht es Zeit, einen Krieg zu gewinnen, die wir nicht haben. Der Blitzkrieg ist schon einige Jahre vorbei, aber jetzt schicken uns die braunen Schatten eine neue Todesmaschine, die V2. Das unter den Alliierten am weitesten verbreitete Einsitzerflugzeug. Dem verdanke ich wohl mein Leben, wie wir alle hier.
Soweit ich dieses Ding verstehe, muss der Druck im linken Rohr hoch und im rechten niedrig sein. Druckluft. Ich glaube, ich muss sie richtig mischen und dabei genau auf die verdünnte Luft achten. Das muss zum Mischen der richtigen Proportion verdünnter Luft im Druckluftsystem sein. Zum Entfernen der Sicherheitsvorrichtung muss ich die richtigen Druckeinstellungen vornehmen. Es klemmt. Ich muss die Sicherheitsvorrichtung entfernen. Soweit ich dieses Ding verstehe, muss der Druck im linken Rohr hoch und im rechten niedrig sein. Ich Dummerchen. Das ist falsch. Das muss anders gehen. Ich Dummerchen, das ist falsch. Das muss anders gehen. Gut, mal sehen.
Das passt nicht zu dem, was Junta sagte. Das hier auch nicht. Die Information passt nicht zu dem, was Junta sagte. Das Untergrundnetzwerk kann es nicht sein. Nein, dieses Untergrundnetzwerk kann es nicht sein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Die Information passt nicht zu dem, was Junta sagte. Edelweiß? Ein Zufall. Das muss ein Zufall sein. Der Deckname des Netzwerkanführers. Oh, komm her zu mir, mein süßes Edelweiß. Nenn mich nicht so, du weißt, ich mag das nicht. Aber es stimmt doch. Genau das bist du, mein süßes Edelweiß. Gütiger Himmel, aber wie kann er... Junta! Junta! Also kehrte Leon aus Baltayar zurück. Aber wie? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er fast ein Jahr lang in den Bergen überlebt hat, bevor er nach Ostertal zurückkam, um die Widerstandsgruppe Edelweiß zu gründen. Das führte dazu, dass Dana die Mission damals akzeptierte, oder? Natürlich durchlief sie zusätzliches Training und wurde in dem darauf folgenden Sommer in der Nähe von Wagen dafür abgesetzt. Wir sollten aufbrechen. Sieht aus, als käme ein Sturm auf. Gehen Sie schon vor. Ich treffe Sie gleich an der Bahnstation. Natürlich. Lassen Sie sich Zeit.
Etwas fehlt hier. Leiten Sie mich an, Oscar! Was würde sie nur ohne mich tun? Das war wohl falsch. Also, wieder in die Tasche. Ich weiß, Oscar, ich weiß. Offensichtlich nicht, Kate Walker. Ich bezweifle, dass ich hier helfen kann. Das muss mit dem Tor zu tun haben. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein. Die haben die Totengräber wohl vergessen.
Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden.
komme ich unmöglich durch. Ich muss einen Weg drumherum finden. Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Das ist Kate Walker. Die Tore, sie sind zugegangen. Oh, es muss ja einen Mechanismus geben, der sie öffnet. Wie so oft, Kate Walker.
Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Können Sie diese Spitzhacke näher ranholen, Oscar? Natürlich, Kate Walker. Passt offenbar zu einem größeren Mechanismus.
Sie wirken enttäuscht, Kate Walker. Weswegen? Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber dass Dana Rose ihr Baby verlor und unfruchtbar wurde, widerlegt Ihre Hypothese, dass Sie mit ihr verwandt sind. Oder nicht? Da haben Sie recht, Oscar. Aber ich bin einfach unsinnig optimistisch. Ich wünschte, ich wäre wie Sie, nicht von dummen Gefühlen gelenkt. Danke für das Kompliment, denke ich. Tut mir leid, das klang anders als beabsichtigt. Alles in Ordnung, Miss Walker? Das muss ein ganz schöner Schock für Sie gewesen sein, nicht wahr? Nehmen wir die Tram zurück zum Gasthof, Miss Walker. Was ist mit Danas Mission? Die mit Leons Widerstandsnetzwerk. Sie nahm keine gute Wendung, Miss. Tatsächlich bin ich darum aus London hergekommen. Oh. Ja, eine Sekunde, Miss Walker. Wo habe ich ihn denn? Wegen des vermaledeiten Sturms steht es in allen Zeitungen. Hier, sehen Sie selbst. Sturm. Grabungsarbeiten am Teufelskragen unterbrochen. Ein unerwarteter Sturm hat den Stadtrat veranlasst, die Leichen, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Eis eingefroren sind, in die Berghütte am Silberspiegel zu verlegen. Die gefrorenen Leichen bei der Hütte. Ich habe erst gestern von ihnen erfahren. Meinen Sie... Bisher sind sie noch nicht offiziell identifiziert, Miss Walker. Aber es liegt nahe, dass... Dass zumindest Leon sich unter den Leichen befindet. Ja. Was wurde aus Leon? Den Zeugenaussagen zufolge, die ich hörte, kam Leon auf der Mission um, die das Auswärtige Amt Dana aufgetragen hatte. Offenbar durch eine Lawine. Ich bin eine der wenigen noch lebenden Personen, die ihn identifizieren können. Deswegen bin ich hier. Wenn dieser verdammte Sturm nicht wäre, wäre das heute schon geschehen. Was ist mit den anderen Leichen?
Den Angaben der Gerichtsmedizin zufolge sind insgesamt 3 Leichen aus dem Eis geborgen worden. Eine, bei der es sich vermutlich um Leon handelt, und 2 andere noch unidentifizierte, ein Mann und eine Frau. Glauben Sie, eine der Leichen könnte Dana sein? Ich nehme an, es wäre nur logisch. Es würde erklären, warum ich nach dieser Mission nichts mehr von ihr sah und hörte. Doch manche Zeugen sagen, dass Dana den Krieg überlebt und die Widerstandskämpfer von Wagen bis zur Befreiung unterstützt hat. Aber wenn diese Aussagen stimmen, verschwand Dana nach dem Krieg. Verstehe. Nur nicht entmutigen lassen, Miss Walker. Wir werden erst Gewissheit haben, wenn ich sie vor mir sehe. Sobald der Sturm vorbei ist, können wir los. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ja. Miss Walker, wir sind da. Aber Sie kommen nicht mit, oder? Also, Miss Walker, Sie sind vielleicht nicht mit Dana verwandt. Aber Sie sind ihr ähnlicher, als Sie denken. Also, anstatt zu warten, bis der Sturm vorbei ist und die Leichen offiziell identifiziert werden, Leichen nebenbei gesagt, die seit 6 Jahrzehnten im Eis lagen, werden Sie und damit auch ich den Berg hinaufsteigen, um sie persönlich zu identifizieren? Ich weiß, Oscar, ich weiß. Aber ich brauche Gewissheit. Denn wenn unter den Leichen wirklich Dana sein sollte, dann... wird es für Sie keine Züge mehr geben?